wenn das mal kein geiler Indian Summer ist, würde ich mal sagen, hier in Boston schon mal. Einen wunderschönen guten Morgen am 24. Oktober 2019. Wir befinden uns schon in Kopenhagen. Yes. Wir sind auf dem Weg nach Boston. Wir sind insgesamt 11 Tage unterwegs. Wir machen Boston, New York und Washington. Unsere erste USA-Reise. Heute Morgen ging es los von Hamburg und jetzt geht es weiter. Kurzer Aufenthalt und dann geht es in die Flieger Richtung Boston. Let's go. Welcome to the USA, welcome to Boston. Welcome. Wir sind endlich gelandet. Geiles Wetter hier, 20 Grad und Sonne. Und jetzt stehen wir hier und warten auf den Shuttle zur Back Bay Station, um dann zu Fuß zu unserer Airbnb-Unterkunft, zu Barry zu kommen. Und dann mal schauen. Bis gleich. So. Da ganz oben wohnen wir, die nächsten beiden Nächte. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Sightseeing machen Richtung Stadt. Es ist jetzt schon fast Abend. Also suchen wir uns gleich was Schönes zum Abendessen. Mal schauen, wie weit wir in die Innenstadt reinkommen. Schimmern so ein bisschen hier Flair genießen und mal schauen, was wir gleich so machen werden. Und wenn das mal kein geiler Indian Summer ist, würde ich mal sagen, hier in Boston schon mal. Wir gehen jetzt Richtung Innenstadt und suchen uns was zu essen. Dann gehen wir hier schon vorbei im Boston Common und natürlich alles voller Eichhörnchen. Hundeschule heute noch am Start und direkt im Hintergrund halt die Hochhausfassade. Also hier geht die Innenstadt richtig los. Für einen Abendspaziergang einfach perfekt gerade. Erster Tag vorbei, wir sind in der Wohnung von Barry. Darf ich vorstellen, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer. Top, wir sind hier im dritten Stockwerk mit mehreren anderen Airbnb-Wohnungen. Und jetzt gehen wir noch ins Bett, also gute Nacht, Tag 1. Einen wunderschönen guten Morgen am 25. Oktober 2019. Wir hatten eine ganz gute Nacht, weil wir konnten ja lange schlafen. Durch die Zeitverschiebung waren wir früh im Bett, weil wir früh müde waren und waren dementsprechend früh wieder auf. Es ist jetzt also 6:30 Uhr, wir haben schon gerade eingekauft, hier im Foodstore nebenan. Jetzt gibt's Frühstück, gleich ist Sonnenaufgang, den wir uns vom Zimmer aus anschauen. Und dann geht's los auf Wanderschaft durch Boston. Schauen wir uns die City mal an. Bis gleich. Angekommen am Public Garden, den seht ihr hier hinter uns. Wir sind an der Ecke Boylston Street, Charles Street. Auf der anderen Seite waren wir gestern schon, Boston Common. Und jetzt gehen wir erstmal in den Public Garden und schauen uns den an. Wenn wir den anderen Garden noch gemacht haben, geht's rauf auf den Freedom Trail quer durch Boston. Bis gleich. So, auf der anderen Seite vom Charles River jetzt angekommen am Bunker Hill Monument, beziehungsweise wir waren eben schon drauf. Das ist nämlich eigentlich umsonst, wir haben eine kleine Spende hinterlassen, das kann man hier machen. Und man hat einen ziemlich geilen Blick auf die Skyline von Boston, also auf jeden Fall empfehlenswert. Von mehreren Leuten empfohlen worden, Maria's Pastry Shop, leider geschlossen, haben wir leider Pech.
Dafür sind wir jetzt nämlich aber bei Mike's Pastry Shop. Und hier ist so ein Andrang. Das scheint ja auch sehr, sehr beliebt zu sein. Auch sehr gut bewertet bei Google Maps. Und jetzt hier gibt es auch diese, wie heißen die? Cannoli. Cannololi. Keine Ahnung. Ich bin jedenfalls sehr berühmt hier. Und die probieren wir jetzt. Also, Mike's Pastry oder generell diese Pastry Shops hier mit diesen Cannolis oder was auch immer das ist, ist mal was ganz Neues, super neue Erfahrung für uns. War auch lecker, ja. Jetzt nicht so überragend, dass ich sagen würde, man muss es unbedingt gemacht haben oder gehört irgendwie dazu oder so. Also in Deutschland würde ich es mir jetzt nicht öfter kaufen, nee. Aber war lecker. War lecker, war cool, cooler Laden, sehr ungemütlich, nicht das freundlichste Personal, aber hat einen eigenen Stil auf jeden Fall. Sollte man mal machen, wenn man hier ist. So, und jetzt gehen wir natürlich, weil es nicht irgendwie nicht reicht, Fish and Chips essen. Fish and Chips, Boston Harbor. Mal gucken. Da das Ganze am Hafen unbezahlbar ist, gibt es jetzt Fish and Chips im Quincy Market. Hier gibt es nämlich genug Fingerfood und alles bezahlbar. Und mega cool. So, die Archon Street in Beacon Hill, ziemlich berühmt. Eigentlich ist hier professionelle Fotografie und Videografie verboten. Wir machen es jetzt mal ganz kurz, damit ihr das mal gesehen habt. Sehr schöne Straße. Ja, wirklich. Ja, und wenn man dann durch Beacon Hill in Richtung Norden gewandert ist, dann erstreckt sich hier am Charles River diese Aussicht. Sieht so ein bisschen aus wie die Außeneister, oder? Und morgen geht es nach New York. So, Boston quasi in einem Tag geschafft. Was wir ausgelassen haben, ist eine typische Boston Duck Tour, sollte man vielleicht machen. Das Maparium und Skywalk Observatory. Weil wir auf dem anderen Turm waren und geilen Überblick über die Stadt hatten, haben wir gesagt, schenken wir uns die $20 pro Person. Haben das dementsprechend jetzt nur ausgelassen. Wir waren jetzt ziemlich fertig mit der Welt. Deswegen haben wir jetzt auch nichts weiter mehr in Angriff genommen. Und sagen für heute gute Nacht. Morgen früh geht's auf nach New York. Yes, good night.